Gut. Ab zum Boss. Ja, quasi. Verstehen Sie? Quasi, ja. Ja, komm. Nehmen wir den mal von hier aus mit. Normalerweise zieh ich mich zum Schluss mit dem Longshot einfach wieder zurück. Okay, ja, gut. Ich glaube, den hätte ich auch so bekommen, aber danke für den Damage Boost. Und so. Ach komm. Smoky, you got a thing. Reicht dir nicht bis drüben? Ah, okay, ich muss ein Stück vorgehen. Gut. Aber dann reicht dir bis drüben. Und die Skulptur, die mich teased, ne? Die kann mir mal schön gestohlen bleiben. Ach komm schon. Echt jetzt. Echt jetzt. Your shield is gone. Ach was. Aber nicht für lange. Leider rüstet das nicht gleich wieder aus. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Aber hey. Das kann ich verzeihen. So. Ach ja. Ich hab's ja auch noch. Natürlich. Komm schon. Den habe ich geblockt, aber scheinbar ein Ticken zu spät. Oh, ich kann keine Fast Spins. Das ist zum Kotzen. Ich könnte noch nie einen Fast Spin. Also noch zumindest nicht ordentlich. Noch irgendwie hier? Nein, gut. So. Dann weiter im Text. Hallo? Greifen. Greifen. Komm schon. Geht doch. So. Das ist der richtige. Nervig, wenn man sie nicht sieht. Ja, absolut. Absolut. Ich meine, wenigstens, kann Dingens sie sehen, ne? Navi. Das ist schon mal ein bisschen hilfreich zumindest. So. Moment. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Dreck. Nein, nein, nein. Nicht runterrutschen. Ach ja, da ist ja sowieso ein, Enterhakenziel. Da war was. Okay. Können wir da direkt rüber longshotten? Sieht so aus. Perfekt. Schlüssel, yay. Komm schon. Gerade eben habe ich es gespielt, da wolltest du nicht. Ich weiß, dass hier ein fucking Scarecrow-Spot ist. Dankeschön.
Ja, ne? Schönes Lied, was ich da komponiert habe. Ich glaube, das ist sowieso nur für die Skulltula. Oder ist da noch eine Kiste? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur für die Skulltula. Und für die ist mir egal. Da hört er mich nicht. Hm. Er hat mich schon aus ganz anderen Distanzen gehört. Er ist nur ein fauler Sack. Noch ein Herzteil. Alter, ich hab mehr als genug davon. was wollte ich? Hammer. Den Hammer wollte ich. Den Hammer finde ich Hammer. So, dann gehen wir jetzt da nämlich als erstes mal hin. Spiel lauter. Ja, das Problem ist, das ist eine Ocarina und keine Laute. Falls ich ihn brauche. Einfach einen Verstärker dran. Ah, eine Möglichkeit, ne? Nicht die, auf die jeder als erstes kommt, aber eine Möglichkeit. Hat so eine Ocarina überhaupt einen Klinkenport, wo man den anschließen kann? Da will ich. So, dann einmal darüber. Darauf. Ich bin mir gerade unsicher, wie hier die Bewegung war, um die alle zu killen. Oh, kommt schon. Kommt schon, ihr Mistviecher. Ich krieg euch. Ich krieg euch. Wobei, kann ich die nicht einfach mit denen ins Feuer auch erledigen? Das habe ich nie getestet, glaube ich. Hm, gucken wir mal. Ja, geht. Okay. Das ist egal, welches Feuer genutzt wird. Na dann. Na dann ist ja kein Problem. Hier, Magie habe ich genug. So. Also bitte. Ja, das war fail. Da bräuchte ich einen Spiegelschild, den ich nicht besitze. Ich habe die tatsächlich noch nie mit den zwei Entfernungen gemacht. Ich habe keinen Schlüssel. Stimmt, da war was. Okay, dann kann ich wohl in einen der Räume noch nicht gehen. Dann, hey du, ich brauch dich mal. Da wollte ich eigentlich nicht drauf treten, aber gut. Ich bin jetzt ein bisschen weit weg, hä? Nee, geht noch. Reicht. Gut. Hier sind Kisten, das weiß ich. Okay. Nee, ich habe das immer auf dem regulären Weg gemacht. Und ja, ich habe nie Dienstfeuerentfernung genutzt. Und frag mich bitte nicht, warum nicht. Keine Ahnung.
So, und hey, ich kann Crouch-Stabben. Das ist gut. Ach, komm schon. Warum machst du mir so viel Schaden? Das ist doch doof. So, geht doch. Crouch Steps. Perfekt. Das funktioniert so gut, wie es geht. Ich sag's mal so, das funktioniert so gut, wie es bei einem, der es das erste Mal nutzt, halt passieren kann, ne? Viel besser ist halt nicht. So. Okay. Hey, ein Schlüssel. Mensch. Wo ich den wohl brauche? Hm. Okay. Dann wollen wir jetzt mal hier rüber. Stör mich die ein bisschen. Ach komm, echt jetzt? So. Als ob. Als fucking ob. So. Oh, ich stand nicht richtig drauf, ne? Hat mich schon gewundert, dass da keine Notenlinien waren. Okay. So, mal schauen, ob ich den Weg hinkriege. Ja, perfekt. Easy. Easy every time und es gibt Bomben. Ja, super. Mehr gibt's hier auch nicht. Also wieder raus. Das hast du noch nie gesehen? Tja, haha. Nee, ich schaue relativ regelmäßig von Spike Vegeta Zelda Randomizer. Und der macht es generell. Das ist scheinbar die Speedrun-Strat. Also dachte ich mir, ja, das kann ich auch. Das sieht nicht so schwierig aus. Und ist es auch nicht. Das war First Try, also, ne? Nee, einfach die Invincibility Frames, die du halt hast, weil du Schaden nimmst von dem Gegner, dafür nutzen, dass du Drecksviech, dass du halt vom Feuer keinen Schaden nimmst. Fertig. So, jetzt bräuchte ich ein Spiegelschild, den ich nicht habe. Darf ich einmal ganz leicht kotzen? Danke. Uff. Ich hab dich noch nicht markiert und dich noch nicht markiert. Fällt mir gerade so ein. Jo. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal nach Kakariko. Lichtpfeile kriege ich erst bei 6 Medaillons.
Das ist die Bedingung für die Lichtpfeile hier. Von daher, ja. Geht das so oder so nicht mit Lichtpfeilen. So. Okay, ich habe den Forest-Tempel noch nicht vollständig und ich war noch nicht unten im Brunnen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, im Brunnen ist nichts. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich da einen Mythenstein entsprechend gelesen habe. Ich sitze jetzt aber auch schon seit über 7 Stunden an dem Randomizer. Kann also sein, dass ich das einfach nicht mehr richtig im Kopf habe. Möchte ich auch nicht ausschließen. Das heißt, ich werde jetzt als Kind in den fucking Brunnen runter. Und wenn da nichts ist, ja, dann muss ich den Waldtempel noch machen. Ich will mal schauen. Also, noch bin ich nicht müde und noch habe ich Bock. So. Market Foolish. 50 sind ein Wallet. Genau, das war's. Kakariko ist Way of the Hero. Und Pottery Iron Boots. Das waren die. Okay. Ich habe gehofft, dass einer von denen mir was zum Brunnen sagt. Aber natürlich nicht. Ich weiß nicht mehr, was die Aussage zum Brunnen war. Ja, also ich sag mal, sobald mein Körper mir sagt, du, hör mal auf, hör ich auf. So, aber ansonsten, ne, wird durchgezogen. Ja, richtig, Alter, leg dich endlich hin, Sobald mein Körper mir das sagt, dann überlege ich mal. warum? Warum laufe ich hier gerade? Ich will doch nach Kakariko. Was mich halt auch ein bisschen nervt, ist, dass Hymne der Zeit mir die Kantate des Lichts, dass Hymne der Zeit die Kantate des Lichts ist. Und die will ich eigentlich nicht holen. Wo gehe ich hin? Da will ich hin. Weil dann muss ich halt wirklich Waldtempel und den Wüstenkoloss abschließen. Das will ich eigentlich vermeiden. Beides machen zu müssen. Ja, richtig. Das ist absolut ekelhaft. Ich hatte halt gehofft, dass bei der Serenade das Ding ist, aber nö, natürlich nicht. Warum sollte es auch, auch da sein? Ah, komm schon. Hallöchen, Purzel. Du kommst gerade richtig, um zu sehen, wie ich in den Brunnen springe. Und das Ganze ohne Schaden zu nehmen. Weil ich manchmal vielleicht ein bisschen gut bin. Oder so. Aber nur manchmal und dann nur vielleicht. Weil eigentlich bin ich schlecht. Ja, komm. Alter, lass mich in Ruhe. So. Aber ich kann hier nicht durch? Echt jetzt? Okay.
freust du dich jetzt, dass du mir Zeit gestohlen hast?